Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, heute werden wir die Zombies beseitigen. Und ich bin echt schon sehr gespannt. So, also, wir nehmen mal das Knüppelchen in die Pfote. Super. So, wir bleiben drinnen und säubere das Gebiet. Das haben wir uns schon so gedacht. Deswegen würde ich ihn töten. So, Big Mama. Sie wird verdammt schnell. Wenn sie Fleisch riecht, wird sie immer schnell. Nix. Das macht keinen Lärm. Okay, so. Dann mal hier. Sehr schön. So, und ich würde sagen, weil wir gerade hier sind, holen wir uns auch die Maispflanzen. So viele sind ja nicht. Und wir brauchen das Zeug. Wir brauchen das Gute. Ups. Durchgelaufen. Mitgeschlagen. So, dann die Schaufel in die Pfote. Weil das würde ich gerne haben. So. Nö. Ja, das würde ich auch gerne haben. Ist hier noch ein Schweinchen? Na klar, ist hier ein Schweinchen. Das werden wir aber erst am Schluss töten. So, ich glaube, meist pflanzen wir alle. Wenn da drüben noch welche sind, dann sind da drüben noch welche. Ja. Wenn dort Maispflanzen sind, dann sind dort Maispflanzen. So, das nehmen wir auch mit. Das werden wir looten. Super. So, das ist er. Mit ihm würde ich mich gerne näher unterhalten, aber im Freien. So. Okay, der hat die Tür auf diese Art geöffnet. Das wäre nicht mein bevorzugter Weg gewesen, ist aber okay. So. Hier ist Müll. So, dann haben wir da Zeug. Jetzt die Zombie-Leichen da. Nö. So, die können wir offen lassen. Da haben wir das hier. Ui! Oh, und ich denke mal, was ist das da am Boden? So, dann nehme ich aber gleich wieder mein Messerchen. Warum? Weil es geht. So. Und wir brauchen das Fleisch. Ach, wie cool, 10 Fleisch wieder. Ist das eigentlich schwieriger geworden? Mit dem Fleisch und so? Ich habe irgendwie das Gefühl. So, dann haben wir hier. Eine zerstörte Werkbank. So, scrappen können wir nämlich das und das. Können wir noch was scrappen? Ja, das können wir auch scrappen, aber will ich das scrappen? So, was ich auf jeden Fall will, ist das da. So, wir sind ja gleich durch. Duach. Super. So, dann haben wir da eine Tür. Da würde ich sagen, wir nehmen das, wir nehmen das, wir nehmen das. Und um die Ecke steht einer, oder? Nö. Ah, ich hab's eh noch gekriegt. So, wir können raufgehen. Hier. Ja. Okay, dann nehmen wir zuerst mal das hier und säubern Ebene für Ebene. Da, da, da. 19 Uhr ist, geht sich super aus. Super. So, dann haben wir... Ach komm. Ja, nein, ja. So. Säubere das Gebiet. Da bin ich gespannt. Und dann entkommt mir irgendwo einer, der schläft und den ich nicht aufgeweckt habe. So, ja, komm. Ein Vogelnest. Ja.
Er schläft ja, den lassen wir schlafen. Er schläft den Schlaf der Gerechten. Da, 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 da. Medizinischer Vorrat. Mit Ölschiefer. Ja, ist aber okay, weil da können wir ja später Ding draus machen. Ding, vor allem der Ding. So. Ach. Sag mal. Wo, wieso? Oh mein Gott. Okay, du willst das Dach demolieren. Du willst also tatsächlich das Dach demolieren. Och. Echt. So, Level 34, super. So, dann er hier. So, dann haben wir das da. Da, da, da. Also, aus meiner Sicht habe ich jetzt tatsächlich alle Zombies hier getötet. Und trotzdem wird noch... Oh, oh yeah. Ich freue mich schon so, wenn wir da Motorrad haben. So, kann ich hier irgendwas scrappen? Ja, das kann ich scrappen. Ich mache das nur, weil ich keinen Platz habe. Ich scrappe das Geld. Ich kann es natürlich auch runter... Ich werde das runterbringen. Ich werde das runterbringen. So. So, und jetzt kann ich den einen letzten Gegner suchen, was natürlich mühsam ist, in gewisser Weise mühsam. So, bringen wir alles da hier. Ja, wenn sich jemand fragt, wo denn das andere Zeug ist, das da war, weil die Kiste war ja eigentlich voll. Ich habe das zwischen den Folgen, habe ich es einmal rüber transportiert. Rüber ist gut, vielleicht sieht das Schwein als letzter Gegner. So, wir gehen nochmal rauf und dann töten wir das Schwein. So, Helmlampe aufgedreht. Also Helm in dem Fall, Haubenlampe. So, einmal noch rauf, weil oben liegt das gute Zeug. Oben liegt das gute Zeug. So, ich brauche mal die Schaufel. Danke. Hier und hier. So, das ist leer. Och, und jetzt brauche ich wieder 1000 Dietrich. Oder 10. Ach, ich bin gespannt. Die Nacht bricht herein, ich bin nervös. Shotgun Messiah ist diesmal. Gestern war, soweit ich war, war das gestern eine Werkzeug... Eine Werkzeugkiste war das, oder? Ja, ich denke, gestern war es eine Werkzeugkiste. Das macht mich so wütend. Oh. Einmal. Das sag ich doch. So, was haben wir drin? Ja, tolle Sachen. So, dann würde ich sagen, machen wir das da auch. Das Schwein müssen wir draußen zerlegen. So, hier. Waffenkiste. Oh, oh, das ist natürlich cool. Das ist natürlich extraordinär. So, danke. So, jetzt gehen wir das Schwein töten. Das Elendige. So, zu diesem Behufe nehmen wir ein Messerchen in die Pfote. Das ist egal. So. Und laufen mal zum... Ah, oh, die Sonne, wie schön, wenn sie untergeht. Hi, du Schwein. So. Wir haben sogar 3 Schüsse gebraucht. So, Messerchen. Danke. So, und tatsächlich war das Schwein der letzte Gegner, den das Spiel gemeint hat. So, dann haben wir das noch. Dann nehmen wir die Heuballen mit. Falls wir mal fallen müssen, können wir schnell unter uns einen Heuballen aufliegen. Ups, haben wir das eh? Nö. Ja, falsch gemacht. Einfach falsch gemacht. So. Super. Rede mit dem Händler. Ja, können wir machen. Ich brauche mein Fahrrad. Kann ich da irgendwas? Ja, das kann ich, das kann ich. Den kann ich auch. Stahlhandschuhe. Das ist aber cool. Eisenschlagring. Ich würde ihn gerne mitnehmen. So.
Oh, lauter Zeug. Lauter Zeug. So, wir bringen das Zeug mal zurück. Der Trader hat eh nicht mehr offen. Und zurückbringen ist nicht weit. Oh, wie cool. Oh, wie cool. So, was er uns aber als Belohnung gibt, werden wir dann erst nächste Folge wahrscheinlich sehen, weil der Trader hat zu. So, was kann man da reinlegen? Das kann man da reinlegen, das. Nö, Nitrat nicht. Das da, hier. Da, da und ein angebissenes Brötchen. So. Dann würde ich sagen, wir können hier, da sind die Mods drin. Haben wir so Mods hier? Jetzt? Nein? Da. Okay, ist auch bald voll. Super. So, Waffen und Muni. Und da legen wir wieder die Hälfte mal weg. So. Da, da, da. Da, 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 da. Oh, eine Mod. Völlig übersehen. Übersehen und unterbewertet. Ne, überbewertet. So, dann haben wir hier. Da sind Teile, 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 Teile. Und Teile. So, und da oben habe ich noch einen Hammer. Wobei, der ist besser. Mal schön schlichten. So, dann habe ich hier Holz. Nö. Mal sortieren. Super. So, dann habe ich das Zeug. Das. Das würde ich gerne gleich mitnehmen hier. So, wobei, das können wir eigentlich gleich im Inventar lassen. Das Holz lassen wir da, die Nägel lassen wir da. So. Och. Das hätte ich so nicht tun sollen. So, dann haben wir das und das. Weil jetzt machen wir noch eine Abholfahrt. Oh, wie schön, wenn die Sonne untergeht, das ist schon schön. Ah, wie schön. So, morgen müssen wir übrigens unbedingt die Falle bauen. Aber sonst haben wir später ein Problem. Horde Nacht ohne Falle. Wir werden wieder einen Korridor machen. Den werden wir standardmäßig machen, wie wir ihn immer machen. So, ja, einfach alles mitnehmen. Haben wir hier noch was drin? Nö. Gut. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Mit der Zigarre im Mund. So. Genau. Wir werden wieder so einen Korridor machen. Und ja, ich habe dann schon eine Idee, was wir als nächstes machen. Als Zombie-Falle. Oh, da werden wir was Schönes ausprobieren. Oh, das wird super. So, wir werden das nicht genau an unsere Base dran bauen. So, da sollen wir noch ein. So. Also, wenn wir... Oh, der Grill. Grill und Dietrich sollte ich auch rüber zu den Werkzeugen bringen. Aber egal. So. Das können wir später sortieren. Eierschmerztabletten da. Eisen da, da. Federn, Ölschiefer. Super. So, da ist Waffen. Dann haben wir hier Teile. Und da ist eine Mod. Oh, was wir schon für Mods haben. Du solltest sie auch mal einbauen. Ja, das ist eine echt gute Idee. Goldrute, super. Benzin, irgendwo sah ich es. Ich sah es. So. Moment. Was wollte ich noch machen? Nämlich das. Scheinwerfer. Das war's aber schon. Genau, weil diese Teile kommen da rein. So, dann habe ich hier noch. Das würde ich nämlich alles mit rübernehmen. Super. Moment. Ist da noch was drin? Nö. Dann wollen wir das gleich so machen. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Es ist echt... Oh, ich mag den Sonnenuntergang hier. Ah. Fahrt. So. Da, da,
Die Nacht bricht herein. So, und zwar würde ich gerne... Ich werde in der Nacht wieder hier graben. Wir können zwar gemeinsam ein wenig graben, aber ich würde sagen, das ist gar nicht notwendig. So, schlicht mal hier alles rein, was wir da an Zeug so haben. So, dann würde ich sagen, wir nehmen das, das. So mache ich es immer während des Grabens. Ich bereite jetzt gerade vor. So, 1, 2, 3. Dann würde ich sagen, hier, hier, hier. Und so, dann mache ich den hier immer. Normalerweise Pflastersteine hier. Und während ich dann herumwerke und herumarbeite, produziere ich die ganze Zeit Pflastersteine. Werden wir dann auch brauchen. So, das schauen wir uns noch gemeinsam an, wo ich das vorhabe. So, wo ich das vorhabe. So, und zwar würde ich gerne hier den Killing Corridor machen. Ja? Würde ich gern. Da kommt auch noch was her. Und da drüben unsere sozusagen die Werkstatt-Base. To the Werkstatt, to the Werkstatt. So. So würde ich mir das vorstellen. Das heißt, das ganze Holz hier kommt natürlich noch weg. Da drüben kommt der Korridor. Der Korridor. Le Corridor. So. Und ja, das war's dann. Über die Gitter. Verwende doch das als Hordebasis. Nö. Das spielt so schön dafür. So, meine Lieben, das war's aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.